Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem 547. Mathe-Video. Heute geht es um Geraden und ihre Lage oder ihre Lagen zueinander. Einmal im Raum und in der Ebene machen wir gleichzeitig folgende Lagen sind möglich, im Raum wie in der Ebene. Die Geraden g und h können identisch sein, dann schreibt man so ein Gleichheitszeichen mit so einem dritten Strich darüber. Manche sagen auch, die liegen dann aufeinander oder übereinander. Dann sowohl in der Ebene wie auch im Raum können die Geraden echt parallel sein. Das heißt, gleicher Richtungsvektor, aber verschiedene Punkte im Raum wie in der Ebene. Und dann gibt es noch den dritten Fall, im Raum wie in der Ebene. Die beiden Geraden können sich schneiden, meistens nennt man den Schnittpunkt S. Und nur im Raum ist noch eine vierte Lage möglich, die sind windschief. Windschief bedeutet, dass die Richtungsvektoren linear abhängig sind, also keine Parallelität, und dass die keinen Schnittpunkt haben. Ich habe hier mal so einen schiefen Würfel gezeichnet, und wenn man dann eine Kante hier zum Beispiel nimmt, die vordere Kante, und dann die hintere senkrechte Kante, dann sind die zum Beispiel windschief und haben keinen Schnittpunkt. Okay, das ist möglich. Wie rechnet man das aus? Da muss ich einmal sagen, es gibt prinzipiell mehrere Möglichkeiten, zwei gegebene Geraden auf ihre Lage hin zu untersuchen, unabhängig davon, ob die jetzt im Raum oder in der Ebene gegeben sind. Man kann als ersten Schritt prinzipiell immer eine Betrachtung der Richtungsvektoren machen. Und zwar im ROCH2 sieht das folgendermaßen aus. Ihr seht, ich habe hier eine Gerade, das ist der erste Richtungsvektor. Ich darf den mal RV abkürzen, muss ich nicht mehr so viel schreiben. Und der zweite Richtungsvektor. Und jetzt sieht man schon mit einem Blick, dass diese zwei Richtungsvektoren linear abhängig sind. Wenn ich nämlich den ersten mit minus 2 multipliziere, dann kriege ich minus 6, minus 8 den zweiten raus. Oder wenn ich den zweiten durch minus 2 oder mit minus 1,5 multipliziere, dann kriege ich den ersten raus. Ja, offenbar sind die beiden linear abhängig. Wenn man das weiß, kann man jetzt hier in der Ebene die Lage schon eingrenzen, wenn die nämlich linear abhängig sind. Dann bedeutet das im Prinzip, dass die in der Ebene entweder parallel sind oder dass die identisch sind. Im Raum käme noch der dritte Fall der Windschiefe hinzu. Was die jetzt von beiden sind, das muss man in einem zweiten Schritt prüfen. Für den Fall, wir schauen uns das mal an, für den Fall, dass die identisch sind, liegt jeder Punkt der einen Geraden G1 auch auf G2. Für den Fall, dass die echt parallel sind, ist es so, dass die keine gemeinsamen Punkte haben. Also da liegt kein Punkt von G1 auf G2. Und das müsste ich dann nachprüfen, so wie man das macht. Ich mache das jetzt hier einmal, ob ein Punkt von G1. Ich nehme mir also mal hier diesen Ortsvektor. Dahinter verbirgt sich ja der Punkt P1 auf G1, 2, 1. Und ich gucke jetzt mal, ob der auf G2 liegt. Man kann das auch umgekehrt machen. Oder man kann sich zum Beispiel auch einen ganz anderen Punkt von G1 nehmen und gucken, ob der auf G2 liegt. Das ist also beliebig. Denn man sieht ja, wenn einer drauf liegt, müssen alle drauf liegen. Liegt einer nicht drauf, dann müssen die echt parallel sein. In dem Fall, dass die Vektoren linear abhängig sind, die Richtungsvektoren. Also, ja, 2, 1 auf G2, also hier ist jetzt dieser Punkt P1, hier ist die Gerade G2. Oh, das wollte ich nicht. Pardon. Hier ist die Gerade G2. Und dann kriege ich 2 ist gleich minus 6s und 1 ist gleich 3 minus 8s. Hieraus folgt s ist gleich minus ein Drittel und hieraus folgt s ist gleich ein Viertel. Die Parameter sind unterschiedlich, also sind die Geraden echt parallel, weil der Punkt nicht darauf liegt. Im R3 läuft das genauso. Ihr seht, ich habe wieder hier zuerst eine Betrachtung der Richtungsvektoren gemacht. Das ist der eine Richtungsvektor, das ist der andere. Und man sieht hier schon wieder per Augenstärke, dass wenn ich diesen Richtungsvektor, den ersten, mit 2 multipliziere, dass dann der zweite rauskommt. Also die sind wieder linear abhängig. Das bedeutet, G1 linear abhängig. Ja, G1 ist echt parallel zu identisch zu G2 oder G1 ist echt parallel zu G2. Und das Verfahren ist genau das gleiche. Ich suche mir jetzt einen Punkt, der ist aus G1. Wir können nochmal zurück.
zurückblättern, 1, 2, 1. Ihr seht hier, ich nehme immer den Ortsvektor, damit, damit ich jetzt nicht extra noch rechnen muss, um einen Punkt zu nehmen. Also ich gucke mir an, ist der Ortsvektor, liegt der auf G2? Das ist wieder das gleiche Verfahren. Ich schreibe wieder drei Gleichungen auf. 1 ist gleich 0 plus 0 mal s. Und da kann ich schon aufhören. Ihr seht, das ist schon ein Widerspruch. Ich habe aber trotzdem noch die zweite Zeile abgeschrieben. 2 ist gleich 1 minus 4s oder 1 ist gleich minus 4s. Habe ich vergessen. Oder letzte Zeile, 1 ist gleich 6s. Das ist eine 6 hier. Hier ist also nur 1 gleich 0, s ist gleich minus 1 Viertel und s ist gleich 1 Sechstel. Also Millionen von Widersprüchen. Der Punkt. Das heißt, die Geraden sind mit linear abhängigen Richtungsvektoren echt parallel. Ja, die zweite Möglichkeit ist bei der Untersuchung von Geraden, man macht generell den Schnittpunktansatz. Generell, das heißt, unabhängig von der Betrachtung der Vektoren, unabhängig von der Betrachtung der Richtungsvektoren, setze ich immer gleich. Ich setze G1 gleich G2. Und dann kriege ich je nach Lösung des zugehörigen Gleichungssystems natürlich auch die Fälle heraus. Was ihr da nehmt, ist im Prinzip egal. Es ist natürlich relativ einfach, bei solchen Geraden hier jetzt zu gucken, sind die Richtungsvektoren linear abhängig oder nicht. Also wenn ich von 1 nach minus 1 will, müsste ich mit minus 1 multiplizieren. Und wenn ich hier aber die 3 jetzt mit minus 1 multiplizieren würde, dann müsste hier minus 3 stehen. Da steht aber 2. Also kann ich schon sagen, die sind linear unabhängig, die Richtungsvektoren. Und dann habe ich in der Ebene, geht das dann nur, dass ich einen Schnittpunkt habe. Also das weiß man schon vorher. Also ich setze die gleich, dann ordne ich alle Zahlen, alle Vektoren, die nur aus Zahlen bestehen, nach links, die Parametervektoren nach rechts. Das ist jetzt nicht so besonders schwierig. Dann kriege ich ein Gleichungssystem raus und bei diesem Gleichungssystem kriege ich raus t gleich 1 und s gleich 0. Das heißt, es gibt genau eine Lösung, weil ich genau eine Lösung hier rausbekommen habe. Also gibt es auch bei dem Schnittpunktansatz nur eine, genau eine Lösung, und das ist der Schnittpunkt 5, 5, wenn ich dann s oder t in die entsprechende Gleichung einsetze. Das zweite Beispiel hier mit dem r hoch 3, hier gucke ich jetzt auch wieder nicht, ob die linear abhängig oder linear unabhängig sind, sondern ich mache prinzipiell den Schnittpunktansatz, ich ordne wieder, also den Vektor 1, 2, 1 nach links und den t-Vektor dann nach rechts. Und dann kriege ich ein Gleichungssystem raus. Und wenn ihr euch das anschaut, das ist total einfach. 0 gleich 0, 0 gleich 0 und 1 gleich 2s plus t. Das bedeutet, es gibt unendlich viele Lösungen, weil nur eine Gleichung mit zwei Unbekannten übrig bleibt. Ich mache also den Ansatz, dass ich t1 als c setze und dann kriege ich s gleich minus 1,5c. Es gibt unendlich viele Lösungen. Das bedeutet, für die Lage der Gerade im r hoch 3, es gibt ja nur identisch, echt parallel, Schnittpunkt oder windschief. Und unendlich viele Lösungen ist hier nur der hier. Wenn ich natürlich herausbekomme, das merke ich auch kritisch an bei diesem Gleichsetzungsansatz, dass ich keine Lösung habe. Keine Lösung wäre bei Raumgraden entweder echt parallel oder windschief. Dann muss ich doch noch die Richtungsvektoren untersuchen. Das geht dann leider nicht anders. Dann müsste ich also noch eine Zusatzuntersuchung machen. Aber ansonsten, in allen anderen Fällen, komme ich mit einem Ansatz aus. Was man macht, ist völlig egal. Müsst ihr euch dann aussuchen. Ja, zum Schluss, was die Lage angeht, eine Parameteraufgabe zum Abschluss, die kursiert in vielen Mathe-Blogs. Und ich habe mich einmal entschieden, da eine etwas ausführlichere Lösung zu geben. Und zwar, die ist etwas schwierig. Es gibt vier Parameter. A, B, C, D. Und die Frage ist, gibt es vier Parameter der Art, dass die Geraden G1, 1a2 plus r mal b3, 4
und gerade G2, C03 plus S mal 31D identisch sind, sich genau in einem Punkt schneiden, echt parallel oder windschief sind. Es gibt bei dieser Aufgabe viele Vorgehensweisen. Man kann natürlich sofort anfangen, was ich eben oben gesagt habe, so ein Gleichungssystem aufzustellen und dann die Lösungsmenge zu interpretieren. Ich persönlich muss sagen, das würde ich bei dieser schwierigen Aufgabe eher ablehnen, denn ein Gleichungssystem mit 3 Zeilen, 4 Parametern und R und S ist ein Gleichungssystem, 3 Gleichungen und 6 Unbekannten. Das ist jetzt irgendwie schwierig. Also würde ich mir erstmal überlegen, ob ich die Sache nicht etwas eingrenzen kann. Und wenn man eine Sache eingrenzen muss, dann empfiehlt es sich doch einmal, die Richtungsvektoren hier, ihr seht, da kommt dann doch die erste Möglichkeit zum Tragen, zu überprüfen. Würde ich als erstes machen, da gewinnt man einen Überblick, sind die linear abhängig oder sind die linear unabhängig, beziehungsweise unter welchen Bedingungen für B und D, da habe ich nämlich nur 2 Variablen, sind die linear abhängig oder linear unabhängig. Bei der linearen Abhängigkeit oder linearen Unabhängigkeit spielen die Parameter A und C überhaupt keine Rolle. Die variieren ja im Prinzip nur den Ortsvektor der Geraden und haben mit der Lage erstmal nichts zu tun. So, habe ich erläutert. Also, das habe ich gesagt. Wann sind B3, 4 und 3, 1D linear abhängig? Das würde bedeuten, die Geraden sind parallel oder identisch. Habe ich einmal den Ansatz gemacht, wann ist B3, 4 ein Vielfaches von 3, 1D? Das ist der Fall, wenn, Entschuldigung, B gleich 3 Lambda ist, wenn Lambda gleich 3 ist. Und das ist, glaube ich, ein starkes Argument dafür, dass der Weg richtig ist. Man kriegt sofort eine konkrete Zahl raus. Und wenn 4 gleich Lambda mal D ist, das bedeutet, mit Lambda gleich 3 habe ich den festen Wert B gleich 9 und D gleich 4 Drittel. Pardon. Erster Schritt, fertig. Mit B gleich 9 und D gleich 4 Drittel, wobei A und C egal sind, die Richtung sind die Richtungsvektoren linear abhängig. Das bedeutet, schon mal das erste Zwischenergebnis, das bedeutet konkret, die Geraden sind entweder parallel oder identisch. Jetzt mache ich noch eine Zusatzuntersuchung. Jetzt mache ich einen Schnittpunktansatz. Man könnte überprüfen, man könnte auch machen, es ist ja nur ein Lösungsvorschlag, liegt ein Punkt von G1 immer auf G2 oder nie auf G2. Ich mache jetzt einmal den Ansatz, wenn die Lösungsmenge beim Schnittpunktansatz leer ist, habe ich Parallelität. So, allerdings muss ich jetzt hinzufügen, ich habe ja jetzt 2 eliminiert. Und zwar kann ich diesen Schnittpunktansatz machen mit B gleich 9 und D gleich 4 Drittel. Das habe ich hier aufgeschrieben. Und die Frage ist, und ihr seht jetzt hier, wenn man das, hier habe ich das eingesetzt, also hier habe ich das aufgeschrieben, hier habe ich das umgeformt und hier seht ihr, dass der Weg eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ich kriege ein äußerst übersichtliches Gleichungssystem heraus. Auf der linken Seite stehen immer R3R-S, 3R-S, 3R-S. Das finde ich sehr hübsch. So. Wenn jetzt diese 3 Werte, C minus 1 Drittel, minus A und 3 Viertel, wenn die übereinstimmen, dann erhalte ich Identität. Stimmen 2 von diesen 3 Werten, da gibt es ja Möglichkeiten, der mit dem oder der mit dem, da gibt es 3 Möglichkeiten, stimmen die nicht überein, das würde ich auch als Antwort so aufschreiben, dann erhalte ich G1 ist parallel zu G2. Und damit ist im Prinzip dieser Fall vollständig gelöst. Es hat auch jetzt hier, vielleicht darf ich das nochmal sagen, es hat jetzt auch, ich könnte jetzt A gleich 3 Viertel einsetzen, A gleich minus 3 Viertel, dann habe ich aber immer noch C minus 1 durch 3 gleich minus 3 Viertel und nur 2 Möglichkeiten. Also ich würde das jetzt nicht, seine Gleichungskette weiter rechnerisch auflösen. So, jetzt bleiben noch die Fälle. Genau ein Schnittpunkt mit linear unabhängigen Richtungsvektoren und windschief mit linear unabhängigen Richtungsvektoren. Denn die linear abhängigen
der Fall Richtungsvektoren sind linear abhängig, haben wir hier oben vollständig gelöst. Wir setzen jetzt also voraus, die Richtungsvektoren sind linear unabhängig, das heißt b ungleich 9 bzw. d ungleich 4 Drittel, denn mit b gleich 9 und d gleich 4 Drittel hatten wir lineare Abhängigkeit. Und jetzt machen wir wieder genau wie oben. Wir machen den Schnittpunktansatz und suchen genau einen Schnittpunkt. Genau einen Schnittpunkt bedeutet also das hier. Wenn wir den Fall, der wird wieder von Parametern abhängig sein, und wenn wir den Fall dann verneinen, dann haben wir für den letzten, für das letzte, das Windschiefe. Und damit hat man das im Prinzip vollständig gelöst. Also, Schnittpunktansatz, ihr seht 1 plus b mal r. R mal B ist gleich C plus S mal 3. Die Variablen sind, das darf man nicht vergessen, R und S. Ich habe die auch hier nochmal hingeschrieben, also schön geordnet, damit durch eine verwirrende Schreibweise kein Stress aufkommt. Ja, das sind also die Ansätze. Aus der zweiten Zeile folgt S gleich 3R plus A. Und das habe ich jetzt einmal in die obere und in die untere Gleichung eingesetzt. Erscheint mir persönlich am günstigsten, aber ich betone nochmal, es ist ein Lösungsvorschlag. Es ist nicht das Ei des Kolumbus. Und dann haben wir die erste Gleichung eingesetzt. Hier oben ist die erste Gleichung, habe ich jetzt S gleich 3r plus a eingesetzt. Ihr seht, das taucht dann hier auf. Dann habe ich die Gleichung vereinfacht und habe r ausgerechnet. Und dann habe ich in die zweite Gleichung auch s eingesetzt, habe vereinfacht und dann kommt dieses r raus. Wenn wir jetzt genau einen Schnittpunkt haben wollen, dann muss natürlich dieses r mit diesem r übereinstimmen und es muss b ungleich 9 sein. Sonst ist das nicht definiert, aber das war ja sowieso, sonst hätten wir ja linear abhängige Vektoren. Und es muss d ungleich 4 Drittel sein. Das darf also auch nicht 0 werden, der Nenner. Das habe ich hier nochmal aufgeschrieben. Und das ist jetzt die Bedingung dafür, also das ist die Bedingung dafür, dass ein Schnittpunkt S existiert. Ihr seht, das ist eine Gleichung und in dieser Gleichung stehen A, B, C und D drin. Habe ich schon aufgezählt. Wobei B und D jeweils einen Wert nicht annehmen dürfen. Ich persönlich würde das so stehen lassen, denn eine Gleichung mit vier Parametern, die jetzt umzuformen oder nach irgendeinem Parameter aufzulösen, ist ja völliger Schwachsinn. Es bringt ja nichts, denn wenn ich jetzt das nach B hin auflöse, stehen die anderen drei auf der anderen Seite. Das sagt mir jetzt auch nicht viel mehr aus. Ja. Damit das System keine Lösung hat, kann man jetzt noch zusätzlich fordern, das war ja hier die Bedingung dafür, dass das System lösbar ist, dass das eine R den gleichen Wert hat wie den anderen. Und wenn ich das jetzt verneine, dann ist es also, habe ich keine Lösung und die Sache ist windschief. Das wäre mein Vorschlag für eine halbwegs komplette Lösung. Ausblick. Die nächsten Videos gehen über Ebenen. Wer sich weiter über Graden informieren möchte und etwas mehr darüber wissen möchte, der guckt auf meinem YouTube-Kanal Mathematikaufgaben in meine Playlists rein. Hier, meine Playlists. Guckt hier einfach rein. Dann findet ihr solch einen, habe ich einen Screenshot von gemacht, was ich alles veröffentlicht habe. Und ganz unten seht ihr Ebenen und Gradenscharen. Auf der HTTP-Adresse, die ihr hier seht. Und da kann man dann auch, da stehen auch Aufgaben zu. Und ich habe auch viele, gucken wir mal, was habe ich da oder habe ich das gar nicht alles? Okay, also bei den typischen Abituraufgaben zum Beispiel, da sind auch analytische Geometrieaufgaben, anspruchsvolle Aufgaben mit Ebenen und Geradenscharen, aber hier auch. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und im nächsten Video geht es dann weiter mit den Ebenen und den entsprechenden Sachen dazu, die man wissen sollte. Ich bedanke mich für euer Zuhören, bedanke mich für euer Zuschauen, sage euch alles Gute, tschüss, bis zum nächsten Mal.